Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Also, heute ist ein YouTube-Video, Freunde. Ich wollte einfach nur mitteilen. Heute ist es einfach nur ein YouTube-Video. Thema bedanken, Freunde. Ich muss mich einfach bei euch bedanken, wie jeden euren krassen Support. Guck mal, zum Beispiel, ich poste was auf Twitter, egal wo. Ich muss euch immer sagen, wünscht mir gute Besserung. Ihr macht das automatisch. Und das zeigt einfach, wie aktiv, einfach ihr seid so krank aktiv. Also, jetzt im positiven Sinne, jetzt nicht im negativen krank. Ihr seid einfach krank, Freunde. Bevor wir das Video starten, Freunde, gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Folgt mir auf Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, Twitter, alles. Haut mal richtig. Boah, ich bin nur noch ein bisschen krank, Alter, von Disco gestern. Haut jetzt mal richtig in die Kacke, Freunde, richtig in die Kacke. Also, ich meine, Samstag war ich Disco. Und ist halt einfach krass, Mann. Ich muss einfach, egal was ich, wenn ich was poste, ihr denkt, was ich denke. Ich muss nicht mal was fragen, nicht, weil ich Aufmerksamkeit. Ihr kennt mich, dass wenn ich Schreibfehler habe, ihr wisst es genau, was ich meine. Oder dass wenn ich ein Foto von jemandem was mache und ich poste, so beschrifte es komisch oder in Anführungszeichen komisch. Ihr wisst sofort, mit was ich hinaus will, was ich machen will, was ich erreichen will. Alter, ihr seid richtig krank, wenn ihr seid ohne euch, Freunde, wäre das nie gewesen. Und jetzt muss ich mich noch ein bisschen schonen, Freunde, weil, ja, bevor Weihnachten kommt. Aber ich denke, dass ich dann ein bisschen, wow, der fuck, man, bin ich am Arsch. Ich denke, dass ich dann wieder gesund bin, das ist, denke ich, kein Problem. Aber das Problem ist halt einfach, Freunde, ich muss mich jetzt einfach schonen, dass ich einfach fit bin. Aber ich denke, also, wenn ich das Spiel jetzt so wie jetzt krank bin an Weihnachten, was ich denke, jetzt geht schnell vorbei, dann wäre es nicht schlimm. Weil ich sag so lieber so, anstatt mit 35, 32 Fieber im Bett, Alter. Genau, und ich finde einfach, ich habe nur so Gliederschmerzen, irgendwie so, Alter, Halsschmerzen, so irgendwie so. Es ist so fucking dreckskalt draußen, Alter, das ist nicht mehr normal, Freunde. Ja, egal, Freunde, so ist es halt, keine Ahnung, es soll ja noch richtig kalt werden, also bis zu minus 6, 7 Grad, also jetzt nicht die Woche, nächste Woche auch nicht, aber Freunde, Deutschland, das Wetter, Freunde, glaubt mir, Freunde, das ist immer so gemischt, manchmal ist es so, dann so, das ist einfach voll das Durcheinander. Und was ich noch sagen wollte, ich freue mich am Dienstag und Mittwoch spielt Freiburg gegen Hannover, ich wollte eigentlich ins Stadion gehen. Aber Freunde, ich bin einfach zu krank und es ist mir viel zu kalt, Alter. Das wäre das letzte Heimspiel dieses Jahr. Aber ich werde es hier schön gönnen, Bier, was dazu, schön was essen, werde mir das gönnen. Freue mich schon riesig wieder auf Freiburg am Mittwoch zu schauen gegen Hannover. Und danach spielen sie am Schluss in Nürnberg, genau. Da freue ich mich richtig, aber jetzt, also jetzt spielen sie Dienstag, ist Bundesliga und Mittwoch. Morgen ist ja Champions League Auslosung. Genau, aber ich bin mal gespannt. Hoffe, dass Bayern gegen Liverpool spielt und dass Bayern natürlich verliert. Und am letzten Spieltag spielen ja alle gleich um die Uhrzeit 15:30 Uhr, weil ich weiß eigentlich, irgendwas ist da mal gemacht. Also man muss es, glaube ich, machen. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, Freitag spielen die und Samstag und Sonntag wie normalerweise. Aber das ist halt einfach, ich glaube, wegen den Punkten oder also das ist ungerecht oder das ist Tor. Ach, ich weiß auch nicht, wie das ganze Scheißdreck heißt. Ja, moin, ich bin Profifußballer gewesen, ich kenne mich nicht mehr aus. Auf jeden Fall spielen sie daheim gegen Hannover und dann spielen sie in Nürnberg. Also jetzt am Dienstag ist Bundesliga, Mittwoch spielt Freiburg und dann kommt Donnerstag, Freitag und spielen nichts und dann Samstag nochmal das letzte Spiel. Das heißt, englische Woche kann man sagen. Und dann spielen sie am Schluss hier in Nürnberg und dann war es das. Und dann ist Weihnachten, das heißt, der 23. ist es dann. 21 bis 23 steht hier. Also hier sieht man es da. Bundesliga Spielplan. Nur Freiburg ist es. Genau. Dann zeigt auch, wer andere Mannschaften mehr spielt. So, ja, ich bin morgen auf gespannt auf die Auslosung. Ich freue mich am Dienstag mit der Bundesliga und ja, mehr dazu kann ich gar nicht sagen. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend. Ich sag wieder schon reingehauen, bis morgen und ja, danke für euren krassen Support, Alter. Hashtag Liebe in den Chat. In die Kommentare. Peace.